Es soll Menschen geben, die keine Tomaten mögen. Die sind jetzt komplett falsch hier, denn ich liebe Tomaten und deswegen mache ich einen klassischen Tomatensalat, aber auch wieder in meiner Variante. Und zwar verwende ich dafür keine normalen Tomaten, sondern Kirschtomaten und die kaufe ich immer an der Rispe. So sind sie einfach noch ein bisschen frischer und dann kann man da erstmal abholen und sich die Arbeit machen. Aber ich fange gleich an zu schnippeln, deswegen dürfen die hier erstmal auf mein Arbeitsbrett, denn ich mache nicht so gerne allzu viele Schüsseln schmutzig und mache als allererstes die Marinade. Dafür nehme ich eine rote Zwiebel. Die sieht einfach etwas schöner aus und vor allem ist sie noch ein bisschen süßer. Und die schneide ich in kleine Würfel. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten mit dem Salat und den Zwiebeln. Manche schneiden die einfach nur in so Halbringe. Da sind sie deutlich größer. Das kann man schon machen. Bloß bei den kleinen Kirschtomaten, ja, sind die Zwiebelstückchen sehr, sehr groß. Deswegen schneide ich hier Würfelchen draus. Und wenn man da ein bisschen Übung drin hat, dann geht es auch relativ schnell. Ich schneide hier in der normalen Schnittbewegung mit dem letzten Drittel des Messers einfach durch diese Bewegung rein, lass hier hinten aber einfach einen kleinen Spalt stehen, so fällt mir die Zwiebel nicht auseinander und ich kann sie ganz flexibel einfach drehen. Dann sieht man vielleicht manchmal in irgendeiner anderen Kochshow im Fernsehen oder auch bei Videos viele, die dann nochmal so reinschneiden. Da die Zwiebel aus ganz vielen kleinen Schichten besteht, ist dieser Schritt eigentlich völlig unnötig. Ja, also ich schneide direkt weiter, nachdem ich die Zwiebel um 90 Grad gedreht habe und habe automatisch so meine schönen kleinen feinen Zwiebelwürfelchen und bin auch deutlich schneller. Ganz wichtig dabei, ein sehr scharfes Messer verwenden, dass ich die Zwiebel wirklich schneide. Dann drücke ich die ätherischen Öle nicht so stark raus und beim Schneiden versuche ich immer durch den Mund zu atmen. So gehen auch diese ätherischen Öle nicht durch die Nase an die Schleimhäute, dass ich dann anfangen müsste zu weinen. Sobald die Zwiebel geschnitten ist, kommt natürlich Sauerstoff ran und das Ganze oxidiert ein bisschen und dadurch entsteht dann auch ein Gärungsprozess. Und um diesen Gärungsprozess schnell zu stoppen, mache ich gleich weiter und gebe zum einen Essig mit dazu. Dafür verwende ich 40 Milliliter. Olivenöl kommt auch dazu, 50 Milliliter. Dann noch eine Prise Salz. Ich mag es immer etwas salziger, deswegen ist meine Prise recht groß. Und um den Geschmack der Tomate zu unterstützen, auch noch eine Prise Zucker. In meinem Fall ist es dann ein halber Teelöffel. Das ist jetzt mal die Marinade für die Tomaten. Die Zwiebel wird jetzt angegangen durch die Säure im Essig, aber auch durch den Zucker im Essig, sowie Salz und das Zucker, was ich reingegeben habe. So geht der Saft ein bisschen raus und der Geschmack verteilt sich richtig schön hier in unserer Marinade. Und dann kann ich anfangen, meine Kirschtomaten zu schneiden. Hier auch ein scharfes Messer und dann nehme ich die einfach nur und viertel sie. Und das war es auch schon. Manche schneiden hier noch diesen kleinen Strunk raus. Das ist bei den Kirschtomaten jetzt aber nicht so wichtig. Bei den größeren Tomaten, wo ein großer Strunk dran ist, sieht es auf jeden Fall schöner aus, wenn der weg ist und die sind auch recht feste dann. Das kaut sich nicht so gut. Da empfehle ich es wegzutun. Da ist auch ein bisschen Blausäure drin, aber da müsste man jetzt wahrscheinlich ja 2 Tonnen Tomaten essen, damit das auf die Gesundheit irgendeine Auswirkung hat. Und wenn ich hier dann einmal schön alles untergehoben habe, kann man das natürlich schon mal probieren und dann noch mal abschmecken. Vielleicht mit etwas Pfeffer. Ich mag ihn, deswegen kommt er bei mir auf jeden Fall auch wieder rein. Und da ich im letzten Kochkurs noch mit Basilikum gearbeitet habe und hier noch ein Zweig übrig ist, gebe ich auch ein bisschen was vom Basilikum mit dazu. Alternativ ist natürlich auch Oregano möglich oder beides. Aber nicht übertreiben. Ich möchte ja den Geschmack der Tomate haben und nur ab und an so ein bisschen was von dem Aroma bekommen, auf ein kleines Stückchen vom Basilikum draufbeißen, ihn kurz schmecken, aber dann wieder die Tomate im Vordergrund lassen. Es ist ja ein Tomatensalat und kein Basilikumsalat. Mehr Basilikum und die Tomaten deutlich kleiner geschnitten, also dann mindestens geachtelt und im Idealfall noch ausgehöhlt, hätte man so schon eine Füllung oder ein Topping für geröstetes Brot, das wäre dann Bruschetta. Den Basilikum schneide ich noch einmal der Länge nach und dann grob einfach hier solche Stückchen raus und mehr als diese 3 Blätter gebe ich jetzt gar nicht mit dazu. Aber noch etwas Oregano.
So, vermische ich das nochmal mit den Kräutern, dann stelle ich es in den Kühlschrank, damit es noch etwas nachziehen kann. Und dann richte ich es später an in einer schöneren Schüssel zum Grillen heute Abend. Die Flüssigkeit, die kann man drinnen lassen, weil die ist auch ganz arg toll, um sie dann später mit einem gerösteten Brot als Beispiel einfach noch so ein bisschen aufzutunken und zu dippen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bastian. Ciao.